Okay, aber ihr könnt euch auf alle Fälle trennen, wenn ihr mögt, und dann mit einem kleinen Teil der Heldengruppe aufbrechen. Die 2 Tage am Tern entlang in Richtung Süden nach Elberum und Smidjat in die Berge hinauf wird kein größeres Problem sein. Ihr werdet selbstverständlich wieder mit der aranischen Flora und Fauna zu tun bekommen, aber zum Glück keine Ferkinas, die in den Bergen auf euch lauern, oder aber Nachtwinde. Gibt natürlich noch wieder die ein oder andere Begegnung mit irgendwelchen Händlern, die vor allem dann auch in Richtung Janka laufen, um dort Handel zu treiben, Holz oder Nahrung oder aber auch Helden, die jetzt da von der Rede gehört haben und dann nach und nach aufbrechen mögen in Richtung von Janka, von Elberum aus oder so etwas. Wer möchte dann in Kesch-Altereff nach 2 Tagen eintreffen? Abelmir, Boltax, Travigo? Genau, ja, genau. Die 3 Leute. Mit und Hippolyta. Hippolyta, alles klar. Dann steht ihr, wie gesagt, nach 2 Tagen und einer sehr erschöpften Reise, etwas von Staub an eurem Umhang triefend, an dem Tor in einiger Entfernung. Könnt dort immer noch das Regiment Eleonora erkennen, wie es dort relativ gelangweilt weiterhin steht. Es gab wohl keine weiteren Wachmeldungen, die dafür gesorgt haben, dass die Wachen verstärkt worden sind, zumindest nicht an diesem Tor. Könnt dann auch diese große Talsperre erkennen, wo dann die weiteren Felder im Vierund nicht weiter bestellt sind. Also es gibt wenig Beschäftigung, gerade hier in dieser Klosterburg. Steht dann davor und überlegt wieder, wie ihr reinkommt. Dieses Mal habt ihr keine Zulamin dabei mit einem Umhang, mit einem Schleier von Raya. Und Boltax kann auch nur sehr bedingt durch die Erde reisen, wenn er denn eine Lampe dabei haben muss. Ich würde es gerne so handhaben wie letztes Mal, dass ich ein Ignorantier auf Boltax wirke und er dann über die Mauer klettert oder durch die Wachen durchspaziert. Eins von beiden. Genau, ja, also das würde ich vermutlich dann machen. Geht das gegen MR oder nicht? Nein, Ansonsten. geht nicht, nein. Perfekt. Ich muss die Wirkungsdauer vorher festlegen. Alles klar, was also schätze eine ich denn? Stunde wäre schon ganz gut, wenn das geht. Das wären dann 5 ASPs für die Auslösung plus 2 ASPs pro Spielrunde. Das wären dann bei einer Stunde wären das 24, also 29 ASP. Ich lasse mir dabei Zeit. Und wirke einen Zauberer. Sekunde. Musst du die Reichweite erhöhen? Von selbst auf. Einzelperson freiwillig steht hier. Okay, also du bist es nicht immer selbst, Ach nee, sondern. stopp, stopp, stopp. Reichweite selbst. Ich muss hier Du Reichweite musst die erhöhen. Reichweite am erhöhen, ja. Auf Berührung, das ist, glaube ich, eine plus 5. Vergrößerung Reichweite, genau, für 14 FP. Mit Zeit lassen wäre es dann noch eine plus 1, halbiert auch noch plus 1, also eine plus 1 würfelt. Es ist mir gelungen und Voltax verschwindet vor unser aller Augen. Beziehungsweise er wird sehr uninteressant. Das kommt auf selber hinaus, genau. Gut, und dann kann Ja, Boltax mit genau. der Lampe an den Wachen vorbeigehen, als würdest du dazugehören. Na, Kannst richtig. nochmal nett die Hand heben und grüßen. Die nicken dir auch nur desinteressiert zu. Gehst dann an den verschiedenen Häusern entlang, wieder auf Richtung des Tores. Die nicken dir auch wieder nur zu. Du nickst wieder zurück, hebst noch zum Gruß einmal kurz die Lampe und verschwindest dann oben im Bereich des Palastes bzw. der Tempelanlage, wo du damals die Madara Estra im Boden hast versinken lassen. Genau. Ja, ich weiß ja schon, wo der Gast das letzte Mal aufgetaucht ist und Zulamin besessen hat. Dort würde ich dann tatsächlich auch die Lampe aufstellen. Das ist ja eine Öllampe, nehme ich an, Genau, oder? das ist so eine ganz typische Djinn-Öllampe, würdest du meinen, wie aus den Gut. Märchenbüchern von Perfekt. 1001 Alrik. Ja, dann würde ich da ein Feuer entzünden an dieser Lampe und das gehört nämlich zum Geisterruf mit dazu. Der Druide entzündet eine Fackel, Kerze oder ein sonstiges kleines Feuer und konzentriert sich auf den Rauch. Ich würde gerne einen bestimmten Geist, in dem Fall den Geist von Eleonora, herbeirufen und genau, das ist eine Erschwernis von plus 7. Ich würde mir für den Geisterruf gerne Zeit lassen, also ist es nur noch eine plus 4er Erschwernis und dann wirken wir den mal.
Das ist gelungen. Oh, das war aber knapp. Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und diese Weisheiten. Ja, genau. Und sie dann bitten, in die Lampe einzufahren. Also, zur Technik. Ich entzünde ein kleines Feuer. Ich konzentriere mich auf den Rauch. Lasse Kraft aus mir herausströmen, also magische Kraft in den Rauch. Ich warte dann auf die Resonanz in dem Rauch, bis sich irgendwelche kleinen Linien kräuseln und spreche dann relativ klar: Eleonora, tritt in die Lampe ein. Ja, du merkst wohl, wie die Flamme verschiedene Färbungen annimmt, bis sie dann so ein leichtes Rot-Rosa annimmt. Und nachdem sie dann grob für eine Minute rosa gebrannt hat, verlischt die Flamme deiner Ölkerze. Oh, sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Ich ziehe mir die neuen ASP ab, die das gekostet hat, und würde dann die Lampe nehmen und wieder nach draußen spazieren. Ja, du merkst auf alle Fälle auch wohl noch verschiedene Angriffe von anderen Geistern, die gegen deine geistige Barriere stoßen. Kannst du dann aber auch relativ einfach wegwischen. Aber du merkst es auf alle Fälle, dass hier wohl noch eine ganze Menge an Spukerscheinungen existieren. Mhm. Auch unabhängig vom letzten Mal merkst du wohl auch das ein oder andere Stühle verrückeln oder irgendwelche Vasen, die so ein bisschen beginnen auf ihren Tellern dann zu vibrieren. So ganz, ganz leichte Spukerscheinungen, die dich versuchen dann auch aus dem Konzept zu bringen, was dich allerdings dann auch als Geoden wohl nicht weiter belasten sollte. Nee, ich denke an die Armbrust und denke mir meinen Teil. Genau das, dafür ist sie da. Und so beginnen weitere zwei Tage der Reise mit den guten Salzgerichten von Baron Travigor. Mhm. Dann mit Kochen 5. Mit Kochen 5. Dann liegt das großartige Tor der Welt zu Aranien vor euch, Zorgan. Die einen, die aus dem aus der Perlensee auftauchen, beziehungsweise aus dem Golf von Perikum, einfahren mit dem Schiff der Aviander und dann irgendwann am Hafen anlegen. Die Beflaggung könntet ihr euch dann noch einmal überlegen, und währenddessen können die anderen zur geplanter Zeit doch relativ erschöpft nach dieser doch sehr schnellen, hastigen Eile aus dem südöstlichen Tor über Keringard einreiten und dort an den verschiedenen Stationen der Stadtwache am Elburischen Tor vorbei vielleicht an eurem eigenen Wohnort, das, was ihr ja bekommen hattet, dann vorbeireiten in Richtung des Hafens ins Viertel Sulaminia. Und Travigor, du musst das folgendermaßen sehen: der Semmelstockenpilz. Der kommt in Laub- und Nadelwäldern vor, aber dort, wo Kalkboden ist. Also du musst wirklich auf den Boden achten. Laub-, Nadelwälder, Semmel-, Stulpenpilz. Stoppel. Stoppel. Genau. Alles gut. So viel, was man sich merken muss. Ja, es ist schon ein Unterschied zwischen dem Semmelstoppelpilz und dem rot-gelben Stoppelpilz. Das darf man nicht verwechseln. Sind beide essbar, sind auch sehr bekömmlich, aber trotz alledem. Warum darf man es dann nicht verwechseln? Naja, weil die unterschiedlich schmecken. Ach so, natürlich. Ja. Der Semmelstoppelpilz, der hat ein Semmelaroma. Ne? Wie so eine schöne Semmel. Sagt ja auch schon der Name. In der Tat, hast du gut aufgepasst. Aber mir, du guckst so verdrießlich. Was ist denn los? Ich musste mir jetzt zwei Tage euer Gerede über Pilze und ihre Zubereitung anhören. Sehr interessant. Dann kann ich doch ein wenig verdrießlich sein, nicht wahr? Es ist halt viel, was man sich merken muss. Während ihr gerade vorbeigeht in Richtung des am Paios-Tempel vorbei, in Richtung des Effa-Tempels, da könnt ihr sehen, wie zwischen einer Lagerhalle ein auffällig unauffälliger Mann steht, mit einem gewaltigen, riesigen Kriegsbären, ein schwarzes Endurium gekleidet, der dann natürlich die vertrauten Töne abgibt und die riesige Faust von Rafim, die euch heranwinkt. Weil den kennen wir doch. Ach, endlich wieder unter normalen Leuten. Vortrefflich. Dann haben Sie es also geschafft. Naja, habt ihr mich erkannt in meiner Verkleidung? Ich habe mir den schwarz-roten Mantel umgelegt statt den rein schwarzen. Ja, euer Bär hat euch verraten, fürchte ich. Also, Mira, du hast uns nicht verraten. Lass dir sowas nicht von Abelmir erzählen. Abelmir weiß eh nicht, wie man schleicht. Sowas nicht erzählen. Abelmir ist etwas verdrießlich. Das muss... Na. Zwei Tage lang muss ich mir Pilzgerichte anhören und wie man die zubereitet. Das ist doch nicht auszuhalten.
Aber ein bisschen erstaunlich, dass es so viele Pilzgerichte gibt, muss ich schon sagen. Dass man sich dann über zwei Tage unterhalten muss, vor allen Dingen. Seid ihr noch gar nicht zu den Braupilzen gekommen? Oh. Boltax, das ist doch immer sehr faszinierend, was man als aus Pilzen brauen kann. Oh ja, Saccharomyces cerevisiae, die Bier- oder Bäckerhefe. Ein wunderbarer Pilz, ohne den wären wir gar nicht hier, wo wir jetzt wären. Und während ihr euch da gerade begrüßt, könnt ihr wohl sehen, dass in der Gasse wohl noch eine weitere Person steht, die tatsächlich unauffällig dort in den grausilbernen Gewandungen steht, in den Schatten eingetaucht und dann die Kapuze abzieht. So, die Helden sind also vollzählig, dann darf ich euch doch bitte in Richtung des nächsten Etablissements begleiten, im Namen der Mondsilbern-Sultana. Sehr gerne. Gerne, mit wem haben wir denn die Ehre? Mein Name spielt keine Rolle, ich soll euch nur zu dem nächsten Treffen geleiten. Guckt die anderen fragend an. Wir nennen ihn einfach Alrik. Na? Nennt mich, wie ihr mögt. Gut, also dann lasst uns doch mit dem jungen Mann hier zu diesem Treffen gehen. Ja, so wird der mondsilberne Agent die Führung übernehmen, vorbei an den verschiedenen Stadtvierteln und auch dem Fex-Tempel vorbei, beziehungsweise der riesigen Bank, taucht er dann wieder einmal in die Schatten und in die Gassen ein und vor der großen ersten, zweiten, vor dem weiteren Tor und der Mauer wird er dann eingestiegen in eine Herberge von Abu Rajinas Kajüte, so ein Seemannshauch, den ihr dann auch bekommt, wenn ihr dann durch die Bullaugen hineinblickt und alles ist irgendwie voll mit Tauen, Ankerseilen und irgendwelche Krebszierde, die da irgendwie auf den Bänken steht. Die Tische sind wohl auch aus alten Plunderstücken zusammengezimmert worden. Also alles, was irgendwie nach Schiffszimmermann aussieht. Und von der Decke hängen dann so alte Segel herab, die dann das Ganze so einen halben thulamitischen Flair versuchen zu geben. Es ist zwar keine Seide oder Seidenschleier, die darunter hängen, aber dieses weiße Segeltuch. Und er deutet dann in eine der Ecken, wo ihr dann zwei Personen erkennen könnt, die dort im Pfeifenrauch sitzen und ebenso im Schatten schwelgen und versuchen, nicht gesehen zu werden. Ein bezauberndes Etablissement. Gemütlich, sehr rustikal bei Travia. Wenn ihr mögt, passe ich gerne auf euren Bären auf. Mir wurde bereits gesagt, dass er, dass er wohl mitkommt. Ja, warum ich keine Begeisterung in eurer Stimme höre, ist zwar schockierend, aber ich will mal darüber hinwegsehen. Ich kann zumindest gut mit Löwen umgehen. Ich hoffe, das wird mir helfen. Und das ist ein guter Anfang. Und sicher ist er nur deswegen nicht begeistert, weil man versäumt hat, ihm zu sagen, dass Mira ein gutes Mädchen ist. Aber kommt. Und während ihr auf die dunkle Ecke zugeht, könnt ihr schon sehen, wie wohl auch der Wirt gerade mit einem großen Tableau dann vor euch hergeht und bereits viele Becher in der richtigen Anzahl auf den Tisch stellt und dampfenden Tee dann ebenso dazu stellt. Eine große Karaffe, die dann dort steht und mit Früchtetee einlädt, dort zu verweilen. Die erste Person, die Schleier dann vor sich enthüllt, könnt ihr dann auf den ersten Blick auch erkennen. Es handelt sich dabei um die Mondsilber-Sultana selbst, Zybia von Zorgan, die dort sitzt und euch mit einem warmen Lächeln begrüßt. Flamin lächelt zurück und begrüßt sie respektvoll, aber unauffällig und setzt sich. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Ich hoffe, ihr konntet all das erreichen, was ihr noch zu erreichen wolltet, in eurem eigenen Wesirat. Man tut, was man kann. Ich bin selbstverständlich in der Zeit nicht untätig geblieben und habe eigene Vorbereitungen getroffen. Und dabei deutet sie einmal mit ihrer offenen Hand auf ihren Begleiter, der dort am Tisch sitzt, wohl nicht ganz so gut gerüstet oder gekleidet wie sie, sondern sieht so ein bisschen schäbiger aus. Aber wenn er dann seine Tuche dann enthüllt, könnt ihr das fein geschnittene Gesicht von Arkos al-Nabab erkennen. Arkos, dem Maharan-Schar und dem Rosenkönig. Oh, Arkos, lange nicht gesehen, wie geht's dir? Boltax, lange nicht gesehen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe schon von meiner Mutter das ein oder andere gehört.
Und ich wollte es tatsächlich noch einmal von euch selbst hören, bevor... Ich weiß selbst noch gar nicht genau, was wir hier eigentlich alles tun. Ihr seid der Rosenkönig. Das ist mir eine unermessliche Ehre. Ich knie erstmal nieder. Zu viel der Ehre. Setzt euch. Doch am besten gleich neben mich. Wenn ihr mögt, wir haben sonst auch Bier für euch. Hab danke. Der Früchtetee, der bekommt mir hier sehr gut. Ganz wie ihr mögt. Ich bin selber erst vor 2 Tagen hier angekommen. Es ist gut, euch hier zu sehen. Und wir wurden bereits informiert, dass ihr dann zu uns geleitet werdet. Ich hoffe, der Bote hat euch erreicht. Ja, hat er. Gut. Ich bin noch etwas durch den Wind. Denn die Eroberung von Anchopal hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Und dann fehlte mir die Zeit. Letztendlich war dann doch wichtiger, was mit meiner Frau passiert. Ja, natürlich, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also, um es kurz zusammenzufassen. Wir wollen dir helfen, dich wieder mit deiner Frau vereinen zu können. Also eigentlich wollen wir die Seele von deiner Frau wieder in ihren Körper packen. Die habe ich hier in der Lampe. Da ist ihr Geist momentan drin. Und sobald es sich eine Möglichkeit ergibt, wird die falsche Schlange, die deine Schwester ist, enttarnt. Alles klar? Nun ja. Die Öllampe vibriert etwas. Ja, ich glaube, sie spürt deine Anwesenheit. Kann sie uns hören? Ihr solltet sie nicht anfassen. Eine zu starke Reaktion des innewohnenden Wesenheit könnte eine Schwierigkeit mit der Bindung auslösen. Er zieht schnell seine Hände weg, denn genau das wollte er gerade tun. Sie wird jedenfalls froh sein, dass ihr hier seid, denn sie hat nach euch verlangt, so wie man mir berichtet hat. Nun, ich musste mir erst einmal klar werden in den letzten, wenigen Stunden. Wie gesagt, ich bin erst seit wenigen Tagen hier und dann musste meine Mutter mich erst einmal über die Verquickungen aufklären. All so sehr viel, was passiert ist und was sie gar nicht war. Der 35-Tage-Krieg ist ja nun auch schon einige Tage her und ich habe sie selbst getötet. Ich meine, ihr wart dabei. Ja. Furchtbar. In der Tat, das ist eine schreckliche Sache. Deshalb wollen wir das ja auch bereinigen. Und deshalb ist uns so viel daran gelegen, diese Sache zu einem guten Abschluss zu bringen. Ihr seid wahre Freunde. Ich vermag mir kaum vorzustellen, wie es sein muss, an eurer Stelle zu sein. Wir waren uns lange unsicher, ob wir euch nun überhaupt in diese Sache hineinziehen sollten. Aber es ist besser, wenn ihr es wisst. Und wie Boltak sagt, wir wollen die Dinge wieder in Ordnung bringen. Nun, Aranien hat eine leidvolle Zeit hinter sich. Wir verloren Elbuchum, Kunchum, Anchopal. Aber es gelang uns, die Heptarchie zu bezwingen und nun, warum soll uns das nicht ein weiteres Mal gelingen, wenn wir nun ein weiteres Mal schon wieder mit meiner Schwester... Was haben wir eigentlich mit ihr vor? Nun, wir wollen sie in Borotalen schicken. Tatsächlich ankommt? Nun... Das ist die andere Frage. Ihr könnt mit einer Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit davon ausgehen, dass ihre Seele auf dem Weg abgefangen wird. Kann man sie nicht in so eine Lampe stecken? Für immer? Wir könnten. Ja. Voltax, ihr seid zu einer solchen imstande? Ich wäre dazu imstande, aber ich glaube, die Miona würde sich wehren. Und mir scheint, dass dies ein unnötiges Risiko wäre. In der Tat, das wäre auf jeden Fall unschön. Ich weise darauf hin, Kapitania, wir sind zwar in der Lage, Ihren Geist von Eleonoras Körper zu trennen, ich kann allerdings nicht garantieren, wo und ob dieser sich daraufhin materialisieren wird. Es kann sein, dass sie rachsüchtigerweise nach uns ausschlägt, es kann genauso sein, dass sie im näheren Nimbus verweilt und sich dort verirrt. Oh, meine Seerose, es gibt nichts, was ich mehr liebe als dich, spricht er zu der Lampe. Nun,
schaue Moment lang die Lampe an, ob sie irgendwie explodiert oder so. Nee, sie wackelt wieder so ein bisschen sonst. Okay, denn es kann sein, ich habe Angst, wenn der Eleonora jetzt irgendwie zu viel Hoffnung macht, dass sie einfach ausbricht. Schön den Zulamin rein und dann brennen die beiden durch. Right, hey. Dann müssen wir sie erstmal wieder einfangen. Sollen wir euch eine Weile allein mit der Lampe lassen, Rosenkönig? Nein, ich möchte, dass meine Frau so schnell wie möglich wieder ihren eigenen Körper zurückbekommt. Gut, dann solltet ihr den Plan erfahren. Wir haben ein Artefakt mitgebracht, von dem wir eurer Schwester sagen werden, dass es sich um den Gürtel der Widersacherin Rajas handelt und dass sie dieses Artefakt für uns verwahren soll, wie sie ja auch den Splitter verwahrt. Ihr habt den Gürtel gefunden? Nein, es ist nicht wirklich der Gürtel. Also gewissermaßen haben wir den Gürtel schon gefunden, aber naja, irgendwie auch nicht. Wir werden selbstverständlich nicht so töricht, den echten Gürtel der Baikalil einer Paktiererin eben jener in die Hand zu geben. Ihr dürft den Namen nicht sagen. Ich versichere euch, ich bin Profi. Zumindest sprach Eleonora oder Dimiona sprach öfter mal von diesem Gürtel. Und ihr habt jetzt einen Gürtel mitgebracht, aber nicht den Gürtel. Nein, nichtsdestotrotz handelt es sich um ein Artefakt und wir spekulieren darauf, dass sie ihn sich über kurz oder lang umlegen wird, was den Körpertausch einleiten soll. Das klingt gut. Sie weiß zumindest nicht, wie der Gürtel aussieht. Sie sprach halt immer davon, aber ich habe sowieso nie genau verstanden, warum sie seit dieser Zeit so... Na gut, jetzt ergibt das rückblickend alles einen Sinn, aber ich hatte einfach nie damit gerechnet, dass Dimiona in... Also sie weiß zumindest nicht, wie der Gürtel aussieht. Nun, das ist gut. Es könnte sein, dass sie sich an einer gewissen Naht an einem dämonischen Verderbnis des Artefaktes orientieren möchte, wenn sie in der Lage ist, eine solche wahrzunehmen. Wir müssen hoffen, dass was auch immer dem Gürtel jetzt, dem gefälschten Gürtel jetzt innewohnt, ausreicht. Ich denke, in dem Moment, wo sie ihn berührt, wir es wissen. Aber dann ist es für sie zu spät. Was das angeht, Boltax, ich habe nachgedacht. Ich habe den wirkenden Spruch noch nicht verankert und ob der noch unklaren Umstände, halte ich es tatsächlich für besser, wenn ihr eine Paralyse vornimmt. Nun, selbstverständlich. Wir werden als zweite Komponente dann einen Erlenbein-Zauber einbinden, der nach Ablauf der Paralyse greift. So können wir sicher gehen, dass das Geister-Elixier auf einem echten Leib aufgetragen wird. Das Kapitän, ist sehr auf. Vernünftig. Verzeiht, Kapitän. Fahrt fort. Ich kläre nur einige Details mit ihm ab. Ja, natürlich. Dieser schwierige Teil ist eure Sache. Nun, das Geister-Elixier ist dafür gedacht, um Eleonora wieder Zutritt in ihren eigenen Körper zu verschaffen. Dann sollte der Geist eurer Schwester nun ja frei werden. Wir hoffen allerdings, dass wir ihn einfangen können und mit einer Liturgie zu Boron schicken können. Zeitkosten. Und nun ja, wir müssen zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Der einfache Teil ist, ihr den Gürtel zu übergeben. Aber vermutlich wird man uns dann wegschicken und dann wären wir nicht zur Stelle, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aber vielleicht könnt ihr da etwas... Ja, an was habt ihr gedacht? Also, ich bin selbstverständlich bereit zu helfen. Meine Frau, Dimiona, weiß zumindest noch nicht, dass ich hier bin. Sie denkt, dass ich noch in Anchopal bin. Ich würde an dieser Stelle leider mal ganz kurz mit einer Metafrage dazwischen, Frosty, denn du musst dir beantworten, damit ich weiß, wie die Sache aussieht. So, die Artefakteigenschaft Gespür des Schöpfers macht, dass der Erschaffer immer weiß, in welcher Richtung und in welcher Entfernung sich das Artefakt befindet. Kann ich das irgendwie so umbauen, dass ich auch den Auslösezustand erfahre? Also, wenn du auf die Richtung verzichtest, dann würde ich dir zugestehen, wenn du weißt, dass das Artefakt nicht mehr funktioniert oder wenn die Ladung verbraucht wurde, dann weißt du halt nicht, wo das Artefakt ist. Also du verzichtest halt auf eine Information für eine andere.
Okay, gut, machen wir. Tu so als, im Ring, wir haben es noch nicht ausgefüllt, aber tu so, als wäre der Akanovi bereits verankert, right? Gut.